Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir möchten uns hier noch ein bisschen umsehen, aber die müssen alle warten. Wir müssen nämlich erstmal unsere Klassen wechseln. Moment, ich muss das so sehen. 7, 1, 5, 6, 10. Genau, du musst es wechseln auf den. So, dann 1 und 10. Möchte ich ihn wirklich dabei haben? Bisher fand ich ihn jetzt nicht so cool. Den fand ich eigentlich bisher am besten. Die ist grau, die kann, kommt nicht mehr mit. Dann nehmen wir halt den mit. So, dann haben wir immer 3 Heiler, 2 Tanks, 2 DDs. Das ist ganz gut so. So, hi. Hey, nein, ist echt den Bach runtergegangen, nachdem ihr verschwunden wart. Wir waren so kurz vor Eisenrang, aber wegen der Geschichte wurden wir dann auf Bleche abgestuft. Super. Seitdem greift uns auch ständig der Feind an, sodass wir jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. Ach, tut mir wirklich leid. Wie? Dafür brauchst du dich doch nicht zu entschuldigen. Schuld an der Misere haben einzig und allein die Möbius. Krass, dass sie einfach diese ganzen Möbius und Robos so kennen im Grunde, aber ja, sich so sonst mal gegenseitig gekämpft haben. Das Zern. Zern. Wenn es Probleme gibt, sagt mir jederzeit Bescheid. Ich werde euch helfen, wann immer. Was immer. Wenn das in meiner Macht steht. So, nicht wann immer. Ja. Danke. Könnte aber sein, dass wir dich in sehr ungünstigen Momenten rufen. Das spielt keine Rolle. Ich will ja nicht bereuen müssen, im entscheidenden Moment nicht da gewesen zu sein. Das reicht mir schon, mir wegen Wamba derart viele Vorwürfe machen zu müssen. Oh, noch ein Auftrag, das ist doch nicht wahr. Du kannst dir das Kommandeurs, das ist echt unnachahmlich. Je härter der Gegner, die Gegner auf sein Schild einprügeln, desto stärker wird er. Vielleicht kannst du Zern ja einfach mal darum bitten, dir ein paar Tricks zu zeigen. Nee, das traue ich mich nicht. Mit dem kann man nicht einfach mal so quatschen wie mit euch. Wow. Ah, da ist noch einer. So. Der Konie fehlt es an allen Enden. Zern muss etwas unternehmen. Das Wichtigste mit Essen. Hä? Das Wichtigste ist Essen. Nur mit Jagen und Fischen kommen wir nicht weit. Okay. Da sind hier so viele Viecher. Jetzt alle angreifen. Ja. So, da will ich mal quatschen. Harala. So, hi. Willkommen zurück. Harala ist das Häuschen, dass Noah und Rico hier sind und Muntal wieder da sind. So, ist das Haus. Werkstatt von Rico war großes Chaos und Harala hatte keine Lust zum Aufräumen. Daher ist alles noch genau wie vorher. Wow. Harala hat nur ein paar wertvolle Materialien stibitzt. Harala dachte, Rico ist tot. Wird er nicht übernehmen. Wow. Wie gemein. So. Ah, toll. Also doch hier durch. So, möchte ich noch nach oben? Eigentlich gerade nicht. Man. Ich brauche ja jetzt nur noch eine Sekunde, um meine Suppe auszuschlüpfen. Kein Wunder, wegen dem Nährstoffmangel ist da ja außer Wasser kaum noch was drin. Da kommt ihr endlich zurück und dann stellt ihr unser Leben komplett auf den Kopf. Ja, naja, sieh's mal so, ihr müsst jetzt nicht mehr diesen sinnlosen Krieg führen. Glaubt ihr im Ernst, wir müssen euch dankbar sein? Ihr habt keine Ahnung, wie es uns hier ergangen ist. Nachdem wir degradiert wurden, haben wir uns die Kameraden verloren. Und jetzt haben wir uns auch noch mit dem Schloss angelegt. Uns geht es jetzt schlechter als jemals zuvor. Ja, im Grunde hat er da auch nicht ganz unrecht. Einerseits kann ich Zeon ja verstehen, aber andererseits kann ich mir nicht vorstellen, wie wir ohne Hilfe vom Schloss überleben. Agnus macht uns ganz schön zu schaffen. So langsam gehen uns sowohl die Lebensmittel als auch das Essen aus. Der Kommandeur war echt streng, aber er hatte die Kolonie im Griff.
Wir hätten ja sogar fast den Eisgang erreicht. Ich sag's nicht gern, aber ich hab das Gefühl, dass Cyan ist nicht der richtige Mann für den Job. Oha, Zweifel. Ich sag's euch ganz deutlich, für mich seid ihr immer noch die Nulpen von damals. Danke. Ich ziehe die Nummer auf meine Weise durch und bringe Colony 9 zweite Stärke zurück. Ich kann das. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin. Es wird nicht wieder so ablaufen wie damals. Kalt. Toll. Alles Assis hier. Was ist mit denen? Die anderen? Mio, wir gehen zu deinen Kolonien. Die sind viel netter. Wir sind nur Assis. So, Lenny, was geht's? Du hast vielleicht einen ernsten Blick drauf. Was ist denn los? Nun, einige von unseren Leuten sehen euch noch immer als Feinde. Ich frage mich, wie wir zukünftig zusammenarbeiten sollen. Wegen des Materialmangels ist die Lage eh schon angespannt. Da kommt ihnen als Sündenbock gerade recht. Ich frage mich, ob ich irgendwas tun kann, damit sich die Lage irgendwann wieder entspannt. Okay, nachher zücken wir ja. Lass uns wissen, wenn wir irgendwas für dich tun können, okay? Ihr wisst schon, dass Mio so einen Countdown hat, bis sie stirbt. Ah, aber, ja gut, wir helfen trotzdem. Ich habe Ol um eine Wegweiserzeremonie gebeten und er sagt nur, vielleicht später. Wow. Wegweiser ist das seine Dienstpflicht. Noah hätte sich sowas nie erlaubt. Das stimmt. Wegweiser von Kolonie 9. So, jetzt möchte ich aber erstmal die ganzen Aufgaben hier abarbeiten, bevor wir jetzt groß weitergehen können. Let's make the most of our break, guys. So, Besprechung. Was möchten wir machen? Wir haben bestimmt 100 verschiedene Aufgaben. Wow, 6 Stück. Wegweiser von Kolonie 9. Machen wir erstmal das. Also, die ganzen Leute von Kolonie 9, die bombardieren nur in letzter Zeit gerade zu mit Bitten, dass er Wegweiser-Zeremonien abhalten soll, oder? Dabei geht's doch jetzt sogar einen Wegweiser als Ersatz. Gibt's. Wie hieß der nochmal? Ui, viertes Intervall. Ja, genau, den meine ich. Die Leute vertrauen wohl weiterhin lieber auf Noah. Dabei müsste Ul ja die ganze Zeit, bis wir nach Kolonie zurückgekehrt sind, die Zeremonien übernommen haben. Ich habe natürlich nichts dagegen, ihnen den Weg zu weisen, aber... Du kannst ja schlecht jede einzelne Zeremonie übernehmen, die eigentlich dieser Typ machen sollte. Ich wüsste schon gern, worin das liegt. Vielleicht können wir irgendwen löchern, der darüber Bescheid weiß. Wenn wir bei den Unterkünften von Kolonie 9 rumhängen, müssten wir doch eigentlich irgendwen finden. Ja, gute Idee. Okay, ist also eine richtige Quest. Leiden eines Wegweisers. Aha. Er hat einfach keinen Bock. Das ist alles. Er hat einfach keinen Bock. So, können wir jetzt... Wobei, warte mal. Können wir noch irgendwas futtern? Was Neues? Let's make the most of our break, guys. Bohnen Japolka. I'll start, shall I? Können wir das nicht schon? I needed that. Ja, das kennen wir schon. Alright, everyone. Time to head out. So. Gehen wir noch da hin. Wir wollen dich mal über Ul ausfragen. Und allgemein über die Stimmung hier in der letzten Zeit. Ul? Ul weigert. weigert sich nämlich. Die Wegweiser-Zeremonie durchzuführen und deshalb sind alle nicht gut auf ihn zu sprechen. Wegweiser nicht wegweisen will. Hat man sowas schon mal gesehen? Um genau zu sein, hat er nur was dagegen, die Zeremonie in Anwesenheit anderer durchzuführen. Das habe ich zumindest von Carrie gehört, die als seine Eskorte eingeteilt ist. Er kann es eigentlich gar nicht, oder? Oh, das ist Ul mal wieder verschwunden. Ich bin sicher, er führt irgendwo klammheimlich die Zeremonie durch. Ich will also nicht, dass irgendjemand dabei zusieht. Hast du eine Ahnung, wo er stecken könnte? Auf dem Filiera-Hügel, denke ich. Da hatte Eilis gerade die Hülle eines Kameraden, eine Kameradin entdeckt. Ich werde ja verbuddelt, aber nur weil das nicht kann. Okay, danke. Sollen wir ihn mal direkt fragen? Ja, gehen wir zum Filiera-Hügel. Sehr gut. Meter? Ihr wollt mich verarschen. Das laufe ich jetzt bestimmt nicht. So, Velira-Hügel. Was ist denn die Quest?
Wow. Okay, ich porte mich mal hier hin. Das wäre eine ganz schöne Strecke gewesen, wenn wir das jetzt gelaufen wären. Wow. Was war das? Und da kann ich noch. Ah, wie komme ich da hin? Ah, toll. Da sind Ressourcen und ich weiß nicht, ob ich hier rankomme. Shit. So, jetzt überleben wir. Zack, tot. So, da hinten ist auch noch was, das wir machen können. Nehmen wir auch noch mit. Warum eigentlich nicht, ne? Das ist eh nur Level 8. Und 9. Oh, oh. Stufe 11. So. I guess this is fate too, huh? Nice. I hope we can make use of this. So. Oh, wurde was abgeworfen. Ist aber auch egal. Ist erstmal darüber. Es war irgendein Boss, den wir hier in der Nähe vergessen haben. Nicht ausgelassen haben, natürlich. Im Grunde ist es wirklich ausgelassen, weil. Ja, die sind doch ein bisschen stärker. Da muss man schon ein bisschen leveltechnisch weiter oben sein. Überlebe ich das? Ja, oh, denke schon. So, einmal hoch. Ist da oben eine Höhle? Ja, oder? Keine Ahnung. Da oben was ist die Abwurfzone. Na toll. So, und da leuchtet noch was, was vielleicht wichtig ist. Keine Ahnung. Ah, und den Boss Level 13 nehmen wir auch mit. Perfekt. Ach, komm schon. This is valuable. I'll hang on to it. This will be a challenge. Don't lose focus. I'm so ready for this. No, sorry. Whoa. You're a lifesaver. So, Hunger. Ich habe da immer nur zu Bash gerade. Schön. Oh, ist auf ihn eingerischt. Schön. Ich brauch nicht mal heilen. So, sehr schön. Den haben wir. That was spectacular. And I was the MVP. You're all thinking it. Oh, da hinten ist nochmal was. Das nehmen wir auch nochmal mit. So wie ich es gerade gesehen habe. So, dann da hoch, dann sind wir auch schon gleich da. Every day's a training day. So, Carrie.
Carrie, was wohl? Wart ihr nicht zusammen? Ihr kommt keine Sekunde zu früh. Könnt ihr mir helfen, ihn zu suchen? Ist irgendwas passiert? Wir waren hierher gekommen, um einer Kameradin den Weg zu weisen, die im letzten Kampf ums Leben gekommen war. Dann haben Alice und Lenny nach mir gerufen. Und während ich mit ihnen gesprochen habe, ist Will einfach abgehauen. Als er die Wegweisemelodie gespielt hat, sind keine Partikel erschienen, wie sonst immer. Ich glaube, es war ihm peinlich, dass Alice und Lenny das gesehen hatten. Es waren keine Partikel zu sehen? So langsam verstehe ich, warum Ul die Zeremonie nicht mehr durchführen wollte. Könnt ihr mir bitte helfen, ihn zu finden? Alice und Lenny suchen auch schon nach ihm. Alice beim Wasserfall östlich des Vilira-Hügels und Lenny beim Magstein-Kamos. Gott, diesen Namen. Natürlich helfen wir. Falls wir ihn finden, geben wir das sofort durch. Ich sehe einige Relationen haben verändert. Muss die Blauen eigentlich auch alle besiegt haben einmal? Finden wir irgendwas Tolles? Keine Ahnung, wir bomben ihn einfach aus dem Leben und dann werden wir sehen. Hallo, Angriff? Ah, den hier vorne. Ich bin irgendwo oben. Oh, das ging schnell. Okay. That was spectacular. And I was the MVP. You're all thinking it. Ich dachte gerade, da wäre ein unsichtbarer Wand. So, ging erstmal da runter. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwie da hochkomme. Hä? Hast du auch gesehen? Die Felswand, die gerade ein bisschen lila wurde. Da. Da, oben ist das. Warum ist die lila? Oder rot? Rosa? Da kann man bestimmt hochklettern. Das ist von hier ein Grafikfehler. Schön. Dann kommen wir wenigstens an die Kiste oben ran. Ist gut. Dann gehen wir da gleich auch nochmal hin. Den, mit dem hier unten gequatscht haben. Seems like the rain's coming. Ein blöder Ernst? Level 13? Alice, wie sieht's aus? Hast du Ul auch noch nicht gefunden? Ach, ihr helft auch bei der Suche? Erstmal, wenn irgendwas passiert, bringt er zum Ausdruck, wie sehr er sich wünscht, dass niemand umkommen würde. Ja, warte mal, er ist jetzt nur losgegangen, um vier Glückkehl zu sammeln. Los, Ul. 1 von 2. So. Wow, Level 70. Ist. Ja. Okay, ich geh weg. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Tut dir nichts und tut uns nichts. 180 Boss. Das müssen bestimmt Level 90 sein oder so. So.
Angriffe konzentrieren bringt eigentlich gar nichts, was ich gerade eingestellt habe, aber egal. Das ist halt nur für mehrere Gegner. Besser rein. So, den haben wir weg. Klingt aber schön okay und alles. 12 Klärt. Es lohnt sich eigentlich, die alles umzubringen, sobald die einen über den Weg laufen. Rein für die ganzen EP. Das ist immer noch dieser Grafikfehler, ne? Der bleibt jetzt sogar so. Hm. Okay. Let's make our mark. Markstein Kamos. Aha. So, dann wollen wir da mal hochklettern und dann erstmal das Paket abholen. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich falsch gelaufen und ich werde da zweimal hinlaufen. Aber ist mir jetzt egal. I'll claim the ether here. No, there's no way we can. Kein Grafikfehler, das soll so sein. Ich kann hier nicht hochklettern, ernsthaft? Aufleger geht's doch gar nicht. Ah, uns fehlt eine Spezialtechnik, oder? Kriegen wir die jetzt durch die Quest wenigstens? Sonst komme ich da echt nicht hoch. Ätzend. Nicht mal gelernt, wie man klettert. Was ist mit euch? Kommt ihr da runter? Kann ich ihn verprügeln? Arroganter Ogre. Ja, dann, I don't want to do this, but you're in our way. Leave it to me. I'll have to try it. Got faith in me. Thanks. Und down. Nice. That's how you pull off a win. Yeah. See if we can keep this up. So. Ich habe gehört, ihr sucht auch noch Ul. Hast du irgendwelche Anhaltspunkte, wo er sein könnte? Nein, nichts. Ja, und ich habe jetzt schon die gesamte Umgebung hier abgesucht. Langsam bin ich mir sicher, dass er nicht hier in der Gegend ist. Vielleicht ist er schon auf dem Rückweg nach Kolonie 9. Das ist definitiv möglich. Toll. Hilft uns nicht. This is some story. Und jetzt? Das ist unser Tipp. Wir sollen zurückgehen? Ich wollte auch das Zeug da sammeln. Rastplatz. Habe ich irgendwo einen Rast? Moment, ich komme da hoch. Oh, verdammt. So viele Sachen hier überall wieder versteckt. So, habe ich irgendwo einen Rastplatz hier? Karte. Schnellreise. Ja, reisen wir mal dahin. Toll, nichts. Hm. Da muss ich doch vorne hin. Dahin. Ach. Die Bundesregion ist reinste Glitzerrettichparadies. Es sind reif zur Ernte. Bald bedeutet ergiebige Ernte auch Wertverlust. Rettich ist dann nämlich keine seltene Ware mehr. Glitzerrettich, ne? Okay. Interesting. Gotta keep nice and limber. So, wir werden aber erstmal hier Schluss machen für heute und dann beim nächsten Mal gucken, die Mission weitergeht. Wir werden mit den beiden Heinis hier reden und eigentlich müssen. Wo ist sie denn? Scontoto müsste eigentlich jetzt dann noch irgendwas sagen. Aber wir den Heini eigentlich hergebracht haben müssten. Das ist ein blöder Meister. Gibla, ne? Du bist das doch, oder? Naja, gut. Wir machen das mal Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.